Wumm. Ui, ui, da sind wir angekommen. Willkommen in Teddy Bears Mafia freiem Zockerland und Casino. Diese Visage. Mein Name ist Strahlebärchi. Bei uns erwarten euch jede Menge Spiel und Spaß. Hier habt ihr ein paar Chips zur Begrüßung. Damit wollen wir euch sagen, willkommen und verpulvert all euer Geld hier. Du kommst mir so bekannt vor. Ihr gebt allen euren Gästen ein paar Chips. Hast du hier in letzter Zeit einen Maulwurf gesehen oder wir sehen uns? Du kommst mir so bekannt vor, denn Hypno-Bärchen aus der letzten Episode, das Myra, unter ihre Kontrolle gebracht hat, unter seine Kontrolle, sah dir sehr ähnlich. Ach, du dressierte Drossel, Max. Strahlebärchen sieht genauso aus wie dieser Teddybär aus Myras Talkshow. Meinst du, der kleine Talkshow-Bär hat ein paar Riesenbabys geworfen? Keine Ahnung, Max. Mein tierischer Instinkt sagt mir aber, dass unser Maulwurf etwas über diese Teddybären herausgefunden hat, das er nicht wissen sollte. Wir müssen ihn finden und der Sache auf den Grund gehen. Habt ihr ein Glück, dass diese Maske keine Löcher für die Ohren hat? Sonst hätte ich mitbekommen, wie ihr hier gerade eure Geheimnisse vor mir ausgeplaudert habt. Was? Tut mir leid, ich hab... Vollidioten. Ihr gebt allen euren Gästen ein paar Chips? Ihr gebt allen euren Gästen ein paar Chips? Ganz genau. Kommt schon, genießt das Leben. Das scheint mir ein etwas wackeliges Geschäftsmodell. Okay, pass auf. In 13 Stunden wirst du deinen kleinen Kumpel hier beim Pfandleiher verhökern, um deine Schulden bezahlen zu können. Dann können wir uns ja nochmal über unser wackeliges Geschäftsmodell unterhalten. Okay, dann kommen wir in 13 Stunden nochmal wieder. Ja, du wohl eher nicht. Hast du in letzter Zeit einen Maulwurf gesehen? Habt ihr hier ein kleines Maulwurfproblem? Hey, unser Garten ist absolut in Ordnung. Ihr solltet euch mal den Nachbarsgarten ansehen. Oh Mann, ich bin tatsächlich zu subtil. Das ist dir ja noch nie passiert. Vielleicht sollte ich mich lieber an den Codesatz halten. Passen die Gardinen zum Teppich? Passen die Gardinen zum Teppich? Wenn Don Teddybär das sagt, dann ist das so. Don Teddybär? Ich dachte, der Laden hier wäre mafiafrei. Ganz genau, Jungs. Hundertprozentig mafiafrei. Keine Mafia weit und breit. Also kommt rein. Oh, dann müssen die uns tatsächlich die falsche Adresse gegeben haben. Du siehst auch so unverdächtig aus. Wir sind auf der Suche nach jemandem. Wir suchen jemanden, der hier arbeitet. Hey, ich begrüße nur die Gäste. Wenn ihr wissen wollt, wer hier arbeitet, redet mit Don Teddybär. Er ist der Chef hier. Und wo ist der Don? Er kümmert sich im Hinterzimmer um das... Ja, hallo. ...Geschäftliche. Was sind das für Geschäfte? Die Art von Geschäften, die man spricht, als wären sie in Anführungszeichen, damit jeder weiß, dass man besser keine dummen Fragen stellen sollte. Wir sehen uns. Danke, Strahlebärchi. Viel Spaß und denk dran, immer brav verlieren, damit wir Gewinn machen können. Okay, machen wir mal. Was haben wir denn hier? Rattenklatschen. Schau mal, Max. Das ist das beliebte Rummelplatzspiel, aber mit einem lustigen Mafia-Einschlag. Was gibt es Entspannenderes, als ein paar Pappratten auf brutale Weise ins Jenseits zu befördern? Hinweis, Schusswaffe wird nicht gestellt. Zum Glück haben wir unsere eigene. Zum Spielen Münze einwerfen. Probieren wir das mal aus. Vielleicht sollten wir erstmal nach unserer Kontaktperson suchen. Wache, einarmiger Bandit. Ach, der ist bestimmt nicht so spannend. Tür zum Hinterzimmer. Leonard, du siehst auch so französisch aus. Komische Bärenköpfe. What the fuck? Ja, ich weiß auf jeden Fall, woraus in den nächsten Monaten meine Albträume bestehen werden. Die toten Augen von London. Probieren wir einfach mal hier ein bisschen Rattenklatschen. Na, dann lass uns das hier mal versuchen. Oh ja. Müssen wohl tatsächlich aktiv spielen. Wenn die Ratten die Klappe halten, lässt du sie in Ruhe. Aber wenn sie singen, dann puste sie weg. Kapische? Und jetzt viel Spaß.
Aber klar doch. Ja, denn? Ahaha. Ah, der Meisterschütze hat wieder zugeschlagen. Oh Mann, ja. Schießen wir auch auf die richtigen? Netter Schuss, ja, Kleiner. Mein Berufsberater hatte recht. Ich hätte wirklich Mafia-Killer werden sollen. Da, dein Preis. Was haben wir gewonnen? Wie angekündigt, ein praktisch wertloser Teddybär-Kühlschrankmagnet. Hey, suchen wir uns doch jemanden mit einer Metallplatte im Kopf und ziehen ihm das Gesicht ein wenig zurecht. Oh, Max, du siehst wirklich in allem immer nur das Positive, oder? Ja, klar. Und jetzt lass uns was abknallen gehen. Haben wir es jetzt im Inventar? Ja, haben wir. Falls wir von einem Beagle-Roboter belästigt werden, können wir ihn damit in einen Country-Sänger verwandeln. Hier Wache, komm, lass uns mal rein da. Halt, Freunde. Wir sind nicht deine Freunde. Mir doch egal. Und wenn ihr Fix und Foxy werdet, ohne Passwort kommt hier keiner rein. Ah ja, und das lautet nochmal wie? Warum sagt ihr mir das nicht? Passen die Gardinen zum Teppich? Passen die Gardinen zum Teppich? Keine Ahnung. Ich habe die Gardinen angezündet. Ich liebe es, Sachen brennen zu sehen. Hey, ich auch. Reden wir lieber nicht weiter darüber. Das Passwort lautet... Swordfish. Ha, hey. Jetzt haben wir bestimmt einen tollen Gag verpasst. Weil das Spiel rumbackt. Toll. Ja, Swordfish, toller Film. Ein ganz großes Kino mit, Gratuitous Nudity. Das Passwort lautet... Rosebud. Irgendwie antwortet, können die Antworten von dem Typen da nicht wiedergegeben werden. Sehr schade. Rosebud, auch ein Catchword aus Citizen Kane. Einem Film, der von vielen Kritikern als bester Film aller Zeiten angesehen wird. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was er uns noch so um die Ohren haut. Das Passwort lautet... Passwort. Nein. Okay, nein ist die Antwort. Passwort. Ja, Glück gehabt. Ob es sich wiederholt? Fredo Garcias Kopf? Ich bin wegen Omas Beerdigung hier. Wer ist zuerst dran? Wer ist hier der Boss? Ich bin das Walross? I'm the Walross. Ist das nicht ein Song? Ich bin mir nicht sicher. Du erinnerst mich an einen Ladenbesitzer, den ich kenne. Ich geb's auf. Lässt du mich trotzdem rein, bitte? Schade. Das geht von vorne. Lautet Saltfish. Schade. Okay. Lass uns rein. Lass uns Penner. Rein. Hier dürfen nur Mitglieder der Spielzeugmafia rein. Nicht, dass es hier welche gäbe. Okay. Dann würden wir gern bei der Spielzeugmafia einsteigen. Das redet mit Chuckles. Er ist der Mafia-Personalchef. Und wo finden wir Chuckles? Hinter dieser Tür. Hey, gegen diese Geschichte ist Catch 22 ja der reinste Kindergeburtstag. Noch eine großartige Filmanspielung. Ich befolge sie nur blind. In Catch 22 spielt der Regisseur von Citizen Kane übrigens mit. Ganz großes Kino. Orson Welles. Ja, wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Ja, ja, schon Penner. Klar. So, ist das hier? Nee, das ist Lennart. Das ist Geber, der Geber, Empfangsbär. Uff, ja, komm hier, ich will das Quietscheentchen haben. Her damit. Whee! Ein Quietscheentchen Aschenbecher. Die Spielzeugmafia weiß eben, wie man Spaß beim Rauchen hat. Tja, das ist ein Wort. Ja, lieber Leonard. Was haben wir denn hier? Ich würde ja vermuten, der Zirkus ist in der Stadt, aber ich weiß, dass er erst nächsten Freitag kommt. Ihr müsst also zum Kartenspielen hier sein. Kommt drauf an, gegen wen wir spielen. Mein Name ist Schnitzelflüsterer, Lennart Schnitzelflüsterer. Und ich kann euch sagen, dass ich 10 Millionen Chips gewonnen habe, hat nichts mit Glück zu tun. Wie hast du sie denn sonst bekommen, durch Bescheißen? Hör mal, Häschen, Lennart Schnitzelflüsterer ist kein Betrüger. Ich bin einfach nur gut. Okay, Schnitzelflüsterer, was wird hier gespielt? Das einzig wahre Spiel für Profis, Indian Poker. Indian Poker? Wie wird Indian Poker gespielt? Wie genau wird dieses Indian Poker gespielt? Ey,
Wenn dein Gegner die Regeln nicht kennt, ist das schon mal ein guter Anfang. Ja, allerdings. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass wir Falschspieler sein könnten? Oder sogar Mafiosi, die dich mit Gewichten an den Füßen im Fluss versenken, wenn wir verlieren? Ja, ja, ist klar. Also pass auf, es ist ganz einfach. Jeder von uns bekommt eine Karte, die er sich an die Stirn hält, ohne sie sich vorher anzusehen. Man sieht also die Karte des anderen, aber nicht seine eigene. Ganz genau, Kommissar Rex. Nenn mich nicht so. Dann machst du deinen Einsatz, wenn du glaubst, du hast die höhere Karte. Oder du steigst aus. Und das war's? Genau. Dann wird geschaut, wer die höhere Karte hat. Und dann hab ich gewonnen. Wie immer. Tja, dann wären wir ja schon blöd, wenn wir nicht spielen würden. Lass uns in den Poker spielen. Lennart Schnitzelflüsterer. Hm? Passen die Gardinen zum Teppich oder wir sehen uns später? Fragen wir ihn doch auch, obwohl er eigentlich gar keine Gardinen hat. Egal. Passen die Gardinen zum Teppich? Nein. Auf dem Teppich sind lauter Brandflecken von Kippen. Ziemlich erbärmlich, aber immerhin ehrlich. Normalerweise mag ich das bei einem Spieler. Aber bei dir machen wir eine Ausnahme. Okay. Lennart Schnitzelflüsterer. Hm? Lennart Schnitzelflüsterer, hm? Du siehst mir gar nicht wie ein Lennart Schnitzelflüsterer aus. Ach ja? Und wonach sehe ich aus? Mehr nach einem Boris Krinkel. Das sagen mir alle. Er sieht irgendwie aus wie ein Zirkus, Dompteur. Wie heißt es denn? Jetzt fällt mir so ein alltägliches Wort nicht ein. Der mit dem Zylinder, ist ja auch egal. Bist du ein echter Indianer? Bist du ein echter Indianer? Ja, vom Stamm der Setzni. Unser Stammesmotto lautet, setz nie gegen mich, wenn du nicht verlieren willst. Ich mache ihn alle. Nein, halt noch nicht. Warum spielt überhaupt jemand gegen dich? Wie bringst du die Leute dazu, gegen dich zu spielen? Denn ganz ehrlich gesagt wirkst du etwas undurchsichtig. Ich biete ihnen faire Quoten. Außerdem besitze ich einen subtilen Charme. Ich sage es dir ja nur ungern, aber dein Charme ist nicht subtil, sondern eher von der Sorte nicht vorhanden. Vielleicht hat er auch Charme mit Parodontose verwechselt. Hey, ich bin hier, um Poker zu spielen. Also, wie sieht's aus? Sollen wir loslegen oder was? Ja, Mann, bist du hässlich. Lennart, bei deinem Gesicht würde ich nicht mal mit dir spielen wollen, wenn du einen Ring Fleischwurst um den Hals hättest. Meine Mama hat gesagt, ich wäre hübsch. Na gut, lass uns Indian Poker spielen. Wir wollen uns mal an diesem Indian Poker versuchen. Du wirst es nicht bereuen. Und ich ganz sicher auch nicht. Oh, und wenn du versuchst zu bescheißen, biete ich dich und deinen Partner um. Klingt fair. Schaden. Meine 10 Millionen Chips sagen, dass meine Karte höher ist als deine. Ich setze alles. Ach du heilige Hypothek. Da können wir nicht mitgehen. Passt auf. Ich bin so sicher, dass ich gewinne, dass ich euch eine Quote von 10 Millionen zu 1 biete. Setzt einfach einen Chip und ihr könnt den ganzen Pott abräumen. Das ist eine verdammt gute Quote. Nein, ist es nicht. Denn ich verliere nie. Seid ihr dabei oder nicht? Haben wir denn noch einen Chip? Wir brauchen die 10 Millionen für unser großartiges Abhörteil, von dem wir noch nicht wissen, wofür wir es brauchen können. Wir sind dabei. Klar, ein Chip geht. Tut mir leid, Rex. Ihr habt verloren. Schnitzelflüsterer gewinnt. Meine Mama hatte Unrecht. Glücksspiel lohnt sich doch. Ich würde euch ja mehr Glück für das nächste Mal wünschen, aber ihr werdet mehr als nur Glück brauchen, um mich zu schlagen. Ja, dazu wäre wohl ein massiver Eichenstab nötig. Wahrscheinlich müssen wir ihn austricksen. Deshalb sehen wir uns ich später. Ich habe erstmal genug. Okay. Aber ich dachte eigentlich, du wärst ein Hund und kein Angsthase. Wir werden öfter verwechselt. Ja. Dieser miese kleine Penner. Ja. Geber, kannst du uns noch erzählen? Hallo, Geber mit dem beunruhigenden Bärenkopf. Hallo, mein Name ist Knuddelbärchi. Willst du eine Runde spielen? Passen die Gardinen, die zum, Gardinen Teppich? Zum Teppich? Willst du eine Runde spielen? Wir haben zuerst gefragt. Willst du eine Runde spielen? Wir suchen jemanden, der hier arbeitet. Wir suchen jemanden, der hier arbeitet. Willst du eine Runde spielen? Scheint so, als hätte hier jemand etwas zu oft 52 Heb aufgespielt. 52 Heb auf kenne ich auch. ja, wir sehen uns
später. Wir sehen uns später. Willst du eine Runde spielen? Halt die Fresse, ey. Unglaublich. Ah, wir haben hier noch, was haben wir denn hier noch? Oh, oh, was ist das denn? Ist das... Ach, das ist das Schild. Das ist nicht der Ballon im Vordergrund. Ein einarmiger Bandit. Ein einarmiger Bandit zum Spielen und zu einwerfen. Hey Sam, das ist ein Wortspiel mit dem umgangssprachlich üblichen Begriff für diese Art von Spielautomat. Tja, bei Teddybär weiß man eben, was lustig ist. Ich finde es lustig. Haben wir denn noch Münzen? Ja, anscheinend ein unendlicher Vorrat. Dann probieren wir es mal. Ach du schmorende Spielsucht der Schweden. Wir haben gewonnen. Wir haben zwar gewonnen, aber wir sind trotzdem leer ausgegangen. Der einarmige Bandit macht seinem Namen alle Ehre. Das muss man Teddybär lassen. Halt, wie lautet das Passwort? In Ordnung. Ah. Dafür benötigen wir also das, das Abhörgerät. Nun ja, dann müssen wir wohl dafür sorgen, dass er sich irgendeine niedrige Karte an den Kopf klebt. Oder irgendwas anderes in der Richtung. Haben wir denn da irgendwas? Wir haben den Teddybär-Magnet. Was passiert denn, wenn wir ihn in den Kopf haben? Ich möchte ihn lieber behalten. Ach, schade. Was hatte es überhaupt mit dem Banditen gerade auf sich, dass der Typ rausgekommen und wieder reingegangen ist? Nun ja. Magnet und Bandit. Da würde sich der Magnet nicht gut machen. Hm. Ich möchte ihn lieber behalten. Buffet-Schild. Das Buffet ist aufgrund des halbjährlich stattfindenden Speisenaustauschs geschlossen. Tut mir leid, Max. Ach. Schade. Wirklich schade. Gibt es an dem hinteren Tisch etwas? Nein. Hier sind noch die Teddies of Hell. From Hell. Oh oh, was haben wir denn hier? Buletten-Sandwich, Schaukasten. Teddybärs Original Buletten-Sandwich. Sieht lecker aus. Der erste Teddybär bereitete dieses Buletten-Sandwich 1957 mit seinen eigenen Tatzen zu. Die Mikroorganismen, die Teddys heutigen Buletten ihren typischen Biss verleihen, stammen aus der Wucherung in diesem Sandwich. Klingt köstlich. Und sieht ein bisschen aus wie das Meatball-Sub. Was haben wir denn hier? Nichts. Äußerst schade. Nun ja, dann würde ich sagen, vielleicht sollten wir nochmal die Stadt besuchen.